Hallo Philipp, wir sind heute im Fox Gym in Wien. Du bist Kampfsportler, was machst du genau? Also ich mache MMA, das ist Mixed Martial Arts. Das heißt, da ist Thai-Boxen enthalten, Ringen und Jiu-Jitsu oder Nogi Grappling. Was sind deine Spezialitäten? Also meine Spezialitäten sind, ich mag Stand-Up und Ringen ist nicht so meine Stärke gewesen bisher, aber dafür das Stand-Up und das Ground and Pound. Also das Fox Gym ist auch bekannt für Stand-up, für was genau? Also das Fox Gym ist ein Verein für thailändische Kampfkunst und der Robert Fuchs, der Chef von Fox Gym, legt sehr viel Wert auf eben Thai-Boxen, was mit Clinchen ist, mit Ellbogen und ist ein bisschen anders wie das normale K1, was man halt vermehrt auf den Events sieht, sondern da ist eben wie gesagt Clinchen dabei, Ellbogentechniken und Würfe auch dabei. Also bei euch kann man nicht nur klassisches Kickboxen machen, sondern richtiges Muay Thai, richtiges Thai-Boxen. Wen interessiert das jetzt? Welche Leute kommen zu euch ins Training? Ja, das ist von jeder Sparte. Also wir haben Leute, wir haben einen Staatsanwalt gehabt, wir haben Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, wir haben Leute, die auf der Baustelle arbeiten, Leute, die aus dem Büro, also die Sparte ist groß. Also die legen dann den Beruf vor der Tür ab und kommen rein und sind alle Sportler hier. Genauso Polizisten hast du mir erzählt. Wie läuft das dann im Training? Ja, die kriegen halt ein bisschen härtere Low-Kicks, aber sie sind okay da, ja. Wie bist du zum Kampfsport gekommen und wie lange ist das her, dass du angefangen hast? Also, dazu gekommen bin ich durch Videos und immer das Interesse am Boxen war immer da, aber ich habe dann einmal Videos gesehen von den frühen UFC-Kämpfen und da war ich am Anfang nicht so begeistert. Aber ich habe es immer im Hinterkopf gehabt und dann irgendwann Jahre später habe ich mir gedacht, irgendwie interessiert es mich doch und gefällt mir. Und habe dann im Internet geschaut wegen einem MMA-Verein in Wien, was damals noch nicht so war wie heute, wo es schon zig Vereine gibt überall. Und habe dann das Fox Gym gefunden, habe ein Probetraining gemacht und vor 13 Jahren eben und seitdem bin ich da. Und was hat dir anfangs bei MMA nicht gefallen? Ja, das Brutale halt. Also das war schon am Anfang zu brutal. Ich war nur das Boxen gewöhnt mit Handschuh. Und dann haben sie auf einmal keine Handschuhe gehabt und haben sich trotzdem geschlagen. Hast dich die letzten 8 Jahre aufs Kämpfen konzentriert. Du bist Profikämpfer. Wie war da dein Tagesablauf? Hast du nebenbei arbeiten müssen? Wie oft hast du trainiert? Was hast du trainiert? Also arbeiten habe ich nebenbei, ja, ich habe Privatstunden gegeben und habe Training gemacht. Richtige Arbeit bin ich die letzten 8 Jahre nicht nachgegangen, da ich eben zweimal am Tag trainieren muss, wenn ich eine Kampfvorbereitung habe, dreimal am Tag. Und also ich stehe in der Früh auf, der Tag ist schon zu, ich stehe in der Früh auf, gehe trainieren, ein, 2 Stunden, dann esse ich mal was, dann ruhe ich mich aus, erledige Sachen, die ich zu tun habe, zum Mittag wieder Training oder nur laufen gehen und dann lege ich mich kurz nieder und am Abend dann wieder 2, 3 Stunden Training. Und das halt fünfmal die Woche und dann sechsten Tag nur zweimal am Tag und Sonntag ist Ruhe. Also sind die meisten Tage wirklich dem Kampfsport, dem Sport gewidmet. Wie wichtig ist da Disziplin oder andere Werte? Die Disziplin ist das Wichtigste im ganzen Sport. Also ohne Disziplin braucht man nicht wirklich professionell Kampfsport betreiben. Also man muss es leben. Man kann nicht nur sagen, okay, ich bin ein Hobbysportler und gehe in den Ring. Und dann kann man schon, aber dann früher oder später trifft dann die Realität oder die Kicks oder die Fäuste, aber man muss schauen, also allein von der Diät her, also ich kann nicht mit meinen Freunden fortgehen und Bier trinken, ich kann nicht immer alles essen, was meine Freunde essen. Ich muss früher heimgehen, weil ich am nächsten Tag Training habe. Also die Disziplin ist 80% davon. Und das hat sich auch ausgezahlt. Du hast rund um die Welt gekämpft, in verschiedenen Organisationen. Du hast rund um die Welt trainiert. Wo genau überall? Also ich habe viel in Deutschland gekämpft. Man kennt mich in Deutschland ganz gut. In Ungarn habe ich gekämpft. In Indien habe ich gekämpft bei der Super Fight League. In Thailand habe ich einen Thai-Box-Kampf gemacht. In Amerika war ich bei Wanderlei Silva, habe dort einen Kampf gehabt infolge einer Reality-Show, bei der ich mitgemacht habe. Ja, das waren wir. Österreich natürlich auch, ja. Was war deiner Meinung nach dein größter Erfolg im Kampfsport?
größte Erfolg. Puh. Ja, immer der letzte Sieg. Aber es gibt schon ein paar Siege, die mich sehr stolz machen. Und zum Beispiel in Dänemark habe ich gekämpft, habe ich nicht erwähnt, glaube ich. Da habe ich um den Titel gekämpft von CFL und habe dort den Titel gewonnen. Und das war auch mein erster Gürtel und auf den bin ich schon sehr stolz. Was steht als nächstes an? Sind Kämpfe geplant? Was kommt in Zukunft? Geplant ist mal, habe ich jetzt einmal die nächsten 2 Monate gar nichts. Jetzt tue ich mal Weihnachten feiern, dann Neujahr und dann habe ich einiges zu tun im Jänner, Februar. Und dann schaue ich, dass ich März, April vielleicht wieder, April spätestens wieder im Ring stehe. Gibt es vielleicht noch etwas anderes anzukündigen von Fox Gym Events und so weiter? Das Fox Gym macht am 4. Februar wieder ein Event, die Heroes Fight Night. Es gibt da, ich bin nicht, ich glaube, es gibt da nur K1-Kämpfe, also keine MMA-Kämpfe. Aber es sind immer gute Galas gewesen, Top-Kämpfe. Und wie gesagt, 4. Februar in Wiener Neudorf in der Festhalle. Ein Top-Name, der mit dabei ist. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der Henry Bannert kämpft. Also der Henry Bannert ist jeden, der Galas besucht, jetzt ein bekannter Name. Der hat jetzt den WBC-Titel gewonnen, vor about 2 Wochen oder was. Und hat einen guten Lauf und ist, ich glaube, der ist dabei auch, ja. Ein paar letzte Worte noch, vielleicht an Sponsoren oder Leute, denen du danken willst. Ja, also Sponsoren immer, also ohne den Sponsoren wird es nicht gehen. Egal, ob sie jetzt Geld geben oder irgendwelche Sportnahrungsergänzungsmittel oder Handschuhe, Trainingssachen. Also ist immer wichtig, der Grabstein-Nindel, cooler Sponsor für den Kämpfer. Berglöwe, Sportnahrung. Dahligen, Kampfsportartikel. Ja, mehr jetzt einmal nicht. Danke Philipp, dass du dir Zeit genommen hast und noch viel Erfolg in der weiteren Zeit. Danke euch.